Und da sind wir auch wieder mit Kid Icarus Uprising. Oh ja, und wir sind gerade hier nach der Stage mit dem, ja, wie soll man das sagen, mit dem Landgang, den wir gut geschafft haben, mit Markus besiegt. Und jetzt ist wohl Lady Palsina weg und wir haben hier ihre Midiri hier und wir müssen unsere eigenen Engel töten. Was ist das? Warum? Warum müssen wir unsere eigenen Leute töten? Was ist hier los? Wir sind 3 Jahre in der Zukunft, by the way, wer die letzten Partner geguckt hat. Das ist echt heftig, ey. Wow. Achso, das Ding macht deiner noch was. Aber jetzt seht ihr auch meinen Dunkelbogen, den ich letzten Part angesprochen habe. Ja, er ist ziemlich gut eigentlich. Schnelle Schusskraft, Lauf. Lauftechnik, muss ich gerade sagen. Aber. Ja, sehen wir die. Unterwelt, fliegen da einfach nur rum. Oh! Monosteum fliegt da rum, ey. Du bist hier so ein Wirbelsturm. Wow! Scheiße. Feierregen. Super drauf gehalten, nice. Das ist den wieder kaputt machen. Mal die Idee. Wow. Das ist alles ganz schön strange. Aber. Ich will das nicht haben. Ich hab nichts zum An. Klicken an Fähigkeiten, ne? Boah. Hilfe, Mama. Du betest? Einer scheint nicht verirren, wenn er eingesagt wird. Ja, wir müssen wissen, ob Palutena das Gute gilt oder nicht. Das ist wichtig. What? Das war der Himmel, Leute. Der jetzt nicht mehr ist. Ich schmeiß den Himmel auf uns. Guck mal, Junge, ey. Da, 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 da. Palutena verteidigt sich noch gegen die Unterwelt mit den Engeln. Alter. Der Tempel von Palutena. Well, it's been a while, Pit. It's like the entire world's been turned upside down. What's going on? Everything changes, Pit. Even time. Was ist hier los? Schön, dass ich jetzt nicht sage, aber das ist ein bisschen krass. Was zur Hölle? Wir können nicht auf das Schloss oder in das Schloss. Du hast mich reingelegt. Warum Vidiri? Warum hilft Vidiri uns? Das ist strange. Alter, meine Güte. What happened here? Well, you've still got to prep for battle. Like it or not, I'm taking over Palutena's duties. Was? You're joking, right? I told you, anything Palutena can do, I can do better. Wow. Everything I need is still here. I guess I didn't give you enough credit. You're kind of awesome, Vridi. You have to be such an insufferable suck up. Sie sagt, sie ist toll, sie ist best. Ne, sie sagt, sie ist besser für den Trainer, aber er sagt dann, oh, du bist die Beste. Und dann sagt sie, oh, du Schleim. Das ist jetzt hier unten aufgebaut, wie in einem Schloss von uns. Jetzt können wir ein schönes Neues kaufen. Irgendwas Gutes? Nö. Gut, würde ich mal sagen. Machen wir auf los. Und nächstes Kapitel, Streitwagen des Blitzes. Aha. Aber erstmal will ich noch ein paar Ikanos-Schüsse schießen. Oh.
Nein, ist auf Fail. Mach mal ein 100er voll. Auromnest. Okay. Und nochmal. Ach, Thilo, haben wir ja gerade gehabt, die Gegner. Machen wir eben das Level hier. Ach, Tigo, oder wie ist das? Das habe ich gar nicht gelesen. Mensch, was war denn das? Ich weiß auch nicht, aber... Latte. Ich bin bereit. Lasst uns Palutena retten. Das ist stumpf, ey. Ich hab gedacht, die hilft uns jetzt. Warum müssen wir Underworld besiegen hier? Da, 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 da. Können wir so länger fliegen als die Tiere? Ja, eigentlich logisch. Oder? Unicorn? Bam! Mensch, ich sag nicht so wenig heute, keine Ahnung was los ist. Ich hab irgendwie, ich muss es irgendwie lesen, aber irgendwie will ich mich auch unterhalten. Und naja, ich hab auch keine Lust, das trotzdem ein bisschen scheiße, weil... Weil ich das sag. Mach mal einfach den hier, das gleiche gewesen. Was ist das, ein fliegendes Haus? Ja, das ist ein fliegendes Haus. Moment. Ja, sie hat gerade gesagt, es ist unsere Pflicht eigentlich, Palutena zu retten. Weil sie hat uns... Und auch wie Giri gesagt, dass sie wohl gebettelt hat und sowas. Ah, warum? Was ist hier los, ey? Warum sind wir in der Vergangenheit? Oder Zukunft, hat er gesagt. Doch, total... Weird. Oh, ich muss immer noch nicht gedanken. Ich hab noch gedacht. Heil. Kugel, nicht heil. Heil. What the? Was war das denn? Hä? Wie unmofo war das? Alter. Das war echt strange, Leute. Keine Ahnung, was da los war. Ich hätte doch eigentlich genug LP, um so einen Angriff auszuhalten, aber... Das Spiel hat gesagt, nein. Aber, das ist jetzt egal sein. Komm mal, das Haus, Nikolaus. Haus, Nikolaus. Und vielleicht alles geht dann kaputt. Das ist zerstört. Machen wir hier kaputt. Das können wir eigentlich abschließen lassen, weil gleich die Heilkugeln kommen, ne? Eigentlich ja schon. Deswegen achte ich jetzt schlecht auf EP, LP. Mehr, dass wir ein paar Gegner platt machen, damit wir mehr Punkte bekommen. Aber... Ob das überhaupt beides muss man achten, ne? Aber mir gefällt die Kulisse hier, so ein bisschen mit dem Wald und sowas. Ziemlich nice. Ja, die dürfen nicht abschließen, ich weiß. Zack! Und Regen der Götter. Zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Ja, der ist getötet, der kleine Spasti. Aber keine Ahnung, ich habe eben Bock, ein bisschen Gedanken spielen. Mach ich jetzt gleich. Was ist das denn für eine Tour, ne? Hä? What the fuck? Wir werden abgeknallt. Wir können nichts dagegen machen. Wir sind jetzt in der Ster... All? Was zur Hölle? Warum? Was ist hier los? Warum sind wir jetzt in Wälder geschossen worden? Das ist doch... unnötiger Crap. Eigentlich. Aber das Spiel wird einen sicheren, einen bestimmten Grund dafür haben, bestimmt. Wenn wir jetzt im All sind, wieder, oder wieder. Sieht aber alles ziemlich geil aus, muss ich sagen.
Oh. Ey. Ey. Ich habe keine Lust mehr, die Welt zu retten. Was für eine Veränderung. Hinter mir? Was das? Was schießt der denn auf uns? Sind die das? Der ist ein bisschen hell gerade. Hallo, mal wieder meine Freunde. Hades. Was will Hades hier schon wieder? Alter, Mann, oh, shut the fuck up, hat er gesagt. Ja, eigentlich nicht. Aber es ist ziemlich episch. Genau, Hades kann ja auch, wenn die Plot wieder gefangen gehalten haben, dass wir sie nicht mehr sehen können. Wäre auch eine Möglichkeit. Ah, das weiß keiner so genau hier. Streitwagen. Blitzig. Wir müssen in den Turm rein, sagt sie. Da werden wir den Streitwagen finden. Womit wir entschlossen Parteien einbrechen können. Also, wenn wir da um uns bereit für Bodenkampf, Pit? So sieht's aus. So sieht's aus. Drup, 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 bam! 185 Gegner besiegt schon. Boah. Eindringling. Was ist das denn für ein Viech? Der Wagenlenker nimmt man ihn. Okay. Was gibt's hier denn für mich? Bam! Bam! Und Slider. Ich meine, ich will Slider-Tag machen. Wo geht's? Da. Ja, ich liebe es. Ein Raum. Mit Bloopers. Ich werde wohl drei Aufnahmen jetzt nacheinander machen. Nach Baby wird noch eine kommen. Ich hab Bock drauf. Aber ich guck mal, wie es klappt. Ich hab grad eben Lust. Keine Ahnung warum. Und so müssen wir hier alles abschießen. So ganz schön. Bam. Kann man hier runterfahren? Oder? Oh. Hallo. Guck, da kann man es auswählen zugute. Nicht du! Nicht du! Mein Hassgegner, ey. Die Teile sind auch scheiße. Aber das ist jetzt mal... Da war auf jeden Fall ein Kuchen. Ich will den Kuchen! Komm her. Da war der Kuchen wieder. Mensch. Haben wir den Kuchen noch? Wohl nicht. Naja, egal. Wir gehen einfach mal weiter. Scheiß auf den Kuchen. Sind eh nur ein paar Punkte, die wir eigentlich nicht brauchen. Und die meisten machen die gut sind, machen wir sich eigentlich selber oder findet man. Obwohl kaufen wir auch manchmal wirklich ganz gute Waffen, also. Das ist jetzt mal egal. Wow. Wow. Machen wir mal tot. Wir sind hier so für Underworld-Truppen, genau. Wow. Ich hätte auch eigentlich mal eine Fähigkeit aktivieren können. Wie das mit... Komm, Autofahren, Kreuz, das war nice. Was ist das denn hier? Was ist das denn da für ein Knopf? Egal. Alles down? Voll, jetzt ist ja alles kaputt, oder was? Aber meine Freunde, ich mache jetzt, wie es aussieht, einen kleinen Cut. Und jetzt im nächsten Part wieder. Kid Icarus, danke fürs Zuschauen. Ciao.